Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Datenbanken. Wofür brauchen wir Datenbanken? Natürlich zum Speichern von Daten, zum Beispiel eine Adressdatenbank. Für relationale Datenbanken, das heißt einfach gesagt Datenbanken mit Tabellen, gibt es die Sprache SQL. Diese Sprache gibt es schon seit 50 Jahren und es wird sie bestimmt auch noch die nächsten 50 Jahre geben. Insofern lasst euch nicht abschrecken, falls dieses Video schon älter sein sollte. Wenn ihr diese Einführung auf impfschule.de noch findet, dann wird es auch noch aktuell sein. Auf impfschule.de gibt es zurzeit in Teil 3 Datenbanksysteme zwei schöne Einführungen. Einmal die Geodaten, die ich mit euch hier besprechen möchte, und die sozialen Netzwerke. Beide Einführungen sind sehr ähnlich aufgebaut, sodass es sich durchaus lohnt, das andere entsprechend zur Übung auch nochmal zu machen. Falls ihr diese Einführung nicht mehr in Teil 3 finden solltet, dann benutzt einfach einmal die Suche und sucht nach Geodaten. Dann findet ihr hoffentlich noch die Einführung Einstieg in Geoinformationen, die ich mit euch hier besprechen will. Benutzt bei der Suche bitte hier diese Suche und nicht den Filter. In der Videobeschreibung findet ihr den Link auf die Seite und die Playlist mit der kompletten Einführung. Ich habe die Videos absichtlich nicht in ein langes Video gepackt, sondern aufgeteilt, sodass ich jederzeit schnell Videos auswechseln kann, falls ich etwas anpassen muss. Außerdem sind so die Kommentare zum Video viel spezifischer und sinnvoller. Die folgenden Videos sind zwar schon etwas älter, wer genau hinguckt, erkennt nämlich, dass dieses Kapitel damals noch an einer anderen Stelle war. Aber an der Einführung hat sich bisher nichts geändert. Falls sich etwas geändert haben sollte, schreibt es doch bitte einfach in die Kommentare, damit ich das entsprechend aktualisieren kann. Ich werde bei dieser Einführung nicht alles vorlesen. Lest die Texte am besten erst selbst und probiert die Programme auch ruhig in Ruhe aus. Ich werde in diesem Video nicht einfach plump die Lösung hinklatschen, sondern wichtige Stellen nochmal betonen und erklären und auch sagen, wie etwas und warum es so gelöst werden sollte. Dafür werde ich am Anfang auch schon mal untersuchen, was passiert, wenn man etwas falsch macht und wie man das erkennt. Guckt euch die Videos an, sobald ihr die Aufgaben, hoffentlich erfolgreich, gelöst habt. Habt ihr es genauso gelöst? Was habe ich anders gemacht und warum? Diese Einführung kann entweder mit einer MySQL-Datenbank gelöst werden oder mit einer Online-Datenbank. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich werde die Online-Datenbank benutzen, da ich hier nichts installieren muss. Gucken wir uns einmal den Anfang gemeinsam an. Wir werden lernen, wie Informationen in Datenbanken abgespeichert werden, welche Vorteile Datenbanken haben und die ersten Befehle in SQL lernen. Die ersten Aufgaben findet ihr hier. Lest euch die Aufgaben hier in Ruhe durch, versucht sie erstmal alleine zu lösen und schaut euch dann das nächste Video an. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Kurs. Vergesst nicht den Link zur Playlist in der Videobeschreibung. Den Link auf impfschule.de findet ihr dort natürlich auch. Dann bis zum nächsten Video.